Hallo, meine lieben Krebse, herzlich willkommen zu eurem Liebesreading. Ein ganz kurzer Hinweis für diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr findet alle Infos zu meinen Readings unten in der Infobox, denn ich spare mir diese langen Intros und steige immer direkt ein in die Energie. Und meine lieben Krebse, was soll ich sagen? Ich habe nicht schlecht gestaunt, als diese ersten drei Karten für euch aus dem Deck gesprungen sind. Ich habe das The Muse Tarot für euch benutzt. Und da diese Karten so extrem speziell sind, habe ich mir eben die ersten drei Karten schon mal gezogen. Und hier liegen die neun Kelche, die Königin der Münzen und der König der Münzen. Also, dieses Reading fängt wirklich mit einem Paukenschlag an. Die neun Kelche, die stehen für Wunscherfüllung, für emotionale Stabilität, für Ankommen, wirklich das Gefühl, sich seinen eigenen Gefühlen im Klaren zu sein oder zu wissen, wo man hin will oder einfach seiner Wunscherfüllung näher zu sein oder nah zu sein, vor allem hier mit diesem Power Couple, Königin der Münzen und König der Münzen. Der König der Münzen heißt in diesem Tarot-Deck immer The Muse, also die Muse. Und mal davon abgesehen, dass hier ein Power Couple auf dem Tisch liegt, und zwar das Power Couple, das wirklich Long Distance gehen kann, ne? Also eine Beziehung, die wirklich Bestand hat, eine Beziehung, die auf einem guten Fundament, auf einer guten Basis aufgebaut wird, eine Beziehung, die für Ruhe und für Erdung und für sich kümmern und füreinander Dasein und Vertrauen und was weiß ich, was nicht alles steht. Auf diesem König der Münzen ist hier ein Weg zu sehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, euch wird ein neuer Weg gezeigt in der Liebe, wie ihr eurer Wunscherfüllung näher kommen könnt. Wahnsinn, ne? Mehr kann ich auch tatsächlich zu diesen Karten gar nicht sagen bisher. Denn ich muss jetzt erstmal oder ich möchte jetzt erstmal die Tarotkarten befragen. Außer, dass die Überschrift, ne? Die Überschrift ist Wahnsinn, wirklich, liebe Krebse. Also beziehungsmäßig könnte das gerade nicht besser ausschauen. Ich glaube, ihr habt ja gute Chancen, in eine stabile, auf einen neuen Weg zu kommen oder einen neuen Weg zu finden, der in eine wirklich schöne, harmonische, stabile, ruhige Beziehung führt. So, wow, meine lieben Krebse, die zwei Kelche und das Ass der Kelche. Wow. Das gefällt mir sehr gut. So, ich sehe gerade noch das Ass der Münzen und das Ass der Stäbe. Also, irgendwas Neues möchte hier für euch beginnen. Wirklich, liebe Krebse. Interessant. Gut, ich hätte hier gerne mal eine Botschaft für meine Krebse. Was darf ich meinen Krebsen zu dieser Legung sagen? Der Mond. Der Page der Stäbe, der Gehängte lege erst ein paar Karten aus, dann erzähle ich euch alles. Der König der Stäbe. Ass der Schwerter. Wir hätten jetzt alle vier Asse gesehen, meine Lieben. Also, das Ass der Schwerter und die sechs Stäbe. Was ich hier sehe, meine Lieben, ist definitiv eine andere, du und eine andere Person. Ne? Page der Stäbe nehme ich als deine Energie wahr, den König der Stäbe nehme ich als jemand anderen wahr. Ich glaube, zwischen euch, zwischen dir und dieser Person herrscht irgendwie Stillstand. Irgendwie geht nichts vorwärts. Irgendwie ist da Ruhe reingekommen oder ich weiß es nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, ihr beide seid euch zugewandt, aber es gibt hier
Irgendetwas, was es noch zu klären gibt, sagen wir es mal so. Irgendein Geheimnis, irgendetwas, was noch unter der Oberfläche schlummert. Vielleicht auch wirklich etwas Ungesagtes hier mit dem Ast der Schwerter. Der Gehängte, der spricht immer davon, dass man, dass dieser Stillstand oder dass ein Stillstand dazu notwendig ist, dass man etwas aus einer anderen Perspektive sieht. Je nachdem, es könnt ihr beide sein, das kannst du sein, der etwas plötzlich aus einer anderen Perspektive sieht, kann dein Gegenüber sein, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dieser Stillstand zwischen euch oder was auch immer, wir klären das gleich ab, was hier immer, was auch immer passiert ist, war wichtig, weil ihr beide darüber Erkenntnisse gewinnen konntet. Ich glaube, der Page der Stäbe, der Page der Stäbe, der steht für mich so für Leichtigkeit, für a beginner's mind. Das hier ist wirklich so, okay, ich bin bereit, mich auf eine neue Reise zu machen, ich bin bereit, mich auf was Neues einzulassen, ich bin irgendwie unbedarft, ich habe meinen Ängsten, was auch immer, den Rücken zugedreht und ich schaue jetzt irgendwie nach vorne. Ast der Schwerter sagt mir, dass es hier irgendwelche Entscheidungen gibt, dass es hier irgendwelche, vielleicht klare Kommunikation gibt oder geben sollte zwischen diesen beiden Parteien, damit in diese Erfolgsenergie gefunden werden kann. Erfolgsenergie mit diesen drei Karten hier oben nehme ich so wahr, Richtung gemeinsame Zukunft, wirklich. Also mehr sehe ich jetzt hier auch nicht. Also ich sehe hier gerade noch nichts, was mir irgendwie Kummer macht. Ich habe das Gefühl, der Mond liegt weitestgehend hinter euch. Wir klären jetzt mal. So, ich würde gerne wissen, warum liegt der Mond hier, liebes Universum? Warum liegt der Mond hier? Die drei Münzen und der Page der Münzen. Okay, ganz klar. Wie ich schon sagte, ich habe das Gefühl, der Mond liegt hinter euch. Also die Ängste, die Zweifel, die Ungewissheit, ne? Alles, was so neptunig ist, alles, was so nicht greifbar ist, irgendwie so die Dinge, die unter der Oberfläche schlummern. Die Lernaufgabe hier mit den drei Münzen war wirklich. Hat etwas mit eurem Selbstwert zu tun, hat vielleicht auch wirklich etwas damit zu tun, weil hier zwei Pagen fallen. Und Pagen reden von Sprache, reden von Kommunikation, reden von etwas zulassen, etwas zeigen, etwas äußern, etwas entgegenbringen, wie auch immer, etwas übermitteln, etwas überbringen. Ich glaube, die Lernaufgabe hier, drei Münzen, war in euren Wert zu finden, in eure Stabilität zu finden, damit ihr in diesen Beginner-Mind kommen könnt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ihr habt euch durch diese Ängste durchgearbeitet oder vielleicht seid ihr noch dabei. Ne? Beide Karten sagen mir, ihr arbeitet an euch, ihr schaut euch die Dinge genau an, ihr setzt euch mit euren Themen auseinander, sagen wir es so. So, ich hätte hier gerne mal eine Karte zum Gehängten. Warum liegt der Gehängte hier? Die drei Kelche und die Liebenden. Wow. Also, vielleicht war dieser Stillstand nötig, um diese Verbindung aus einer anderen Perspektive zu sehen, um diese Verbindung in Leichtigkeit sehen zu können. Ne? Die drei Kelche, die sprechen von Ausgelassenheit. Die sprechen auch von Freundschaft. Sie sprechen auch von Wiedervereinigung. Ne? Sie sprechen von einer Zusammenkunft. Vielleicht seht ihr beide oder du, lieber Krebs, oder dein Gegenüber, das weiß ich nicht. Ne? Das sehe ich aus diesen Karten nicht. Aber ihr wisst es. Ihr wisst, in welcher oder für wen diese Energie bestimmt ist. Ich habe das Gefühl, einer von euch beiden oder ihr beide seht diese Verbindung aus einer anderen Perspektive, weil da Stillstand drin war. Oder ihr seht, ihr habt plötzlich Freude, also oder beziehungsweise ihr seht plötzlich die Freude, die euch diese Beziehung gibt. Oder ich hätte gern eine Karte zu den drei Kelchen. Ich kriege im Übrigen überhaupt keine Dreierkonstellationsenergie. An der Unterseite des Decks, die vier Stäbe. Ich glaube wirklich, ich glaube einer von euch, und ich nehme es eher als eure Energie wahr, aber wie gesagt, es kann auch euer Gegenüber sein.
Ihr schaut euch beide an, ne? Beide beschäftigen sich mit diesem Stillstand. Beide beschäftigen sich mit dem, was da war. Beide beschäftigen sich irgendwie mit dieser Verbindung und mit, vielleicht wird aus Freundschaft hier Liebe, ne? Was auch immer. Die zwei Stäbe als Klärungskarten zu den drei Kelchen sagen mir, hier wird sich Gedanken über eine Zukunft gemacht. Und das kann ich mit diesen drei Karten hier oben auch nicht anders deuten, als dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, wo will ich denn hin? Wo wollen wir denn hin? Warum liegt das Ass der Schwerter hier? Die vier Schwerter. Warum liegt das Ass der Schwerter hier? Wow. Entschuldigung, die sind gerade in meinen Sitz reingerutscht. Wartet mal. Wo ist denn jetzt diese Karte? Ein kleiner Moment. Sorry. Also, Ass der Schwerter. Ich glaube, dass ihr das seid, meine lieben Krebse. Ihr zerbrecht euch ganz, ganz arg den Kopf darüber. Gehe ich auf diese Person zu oder bewegen wir uns wieder aufeinander zu? Was auch immer. Ich habe das Gefühl, es ist eure Energie. Was auch immer euch hier ins Zweifeln bringt oder euch nachts wach hält oder was ihr euch selbst einredet. Ne? In irgendeiner Art und Weise geht es hier um Kommunikation und das habe ich ja hier auch schon wahrgenommen. Auch beim Ast der Schwerter. Vielleicht macht ihr euch auch wirklich sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie ihr euch ausdrücken könnt, wie ihr auf den anderen zugehen sollt oder umgekehrt. Ne? Vielleicht macht sich euer Gegenüber diese Gedanken. Nichtsdestotrotz mit den vier Schwertern. Alles, was ich hier sehe, ist, diese Zweifel sind unberechtigt. Ne? Bringt ein bisschen Ruhe in eure Gedanken und zieht dieses Ass der Schwerter. Ne? Steht klar zu den Dingen, kommuniziert klar, trefft eine klare Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll. Trefft eine klare Entscheidung zu kommunizieren oder euch aufeinander zuzubewegen, denn es wird Erfolg haben. Ne? Es wird von Erfolg gekrönt sein. Es wird sich gut anfühlen, hier eine Entscheidung zu treffen oder etwas auszusprechen oder in irgendeiner Art und Weise etwas Neues zu wagen. Ich glaube, über das, was ihr sagen wollt oder über das, was ihr entscheidet, zerbrecht ihr euch den Kopf. Ich hätte gerne noch eine Zusatzbotschaft hier für meine Krebse. Wow, 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 meine lieben Krebse. An der Unterseite des Decks die Sonne. Die Sonne ist the happiest card of the deck. Ne? Mal davon abgesehen, die Sonne ist eine, die Sonne scheint. Ne? Man fühlt sich gut. Und wie gesagt, mit diesen Karten, neun Kelche, Königin der Münzen, König der Münzen, kann ich das nur positiv deuten. Okay. Interessant. Die sieben Kelche, die sieben Stäbe und die Königin der Schwerter. In irgendeiner Art und Weise habt ihr, ne, ihr habt noch die Handbremse gezogen. Ihr seid auf jeden Fall irgendwie emotional aufgewühlt und ihr macht euch auf jeden Fall irgendwie sehr viele Gedanken. Das klar zu erkennen, das tut die Königin der Schwerter. Hilft euch auch, das in Heilung zu bringen, beziehungsweise euch da raus zu bewegen, hin Richtung Sonne. Was auch immer hier gesagt werden muss oder was auch immer hier entschieden werden muss. Ich sehe hier bei euch auf jeden Fall noch irgendwie eine Abwehrhaltung, weil ihr euch nicht sicher seid, ne? Weil ihr unsicher seid. Das nehme ich wahr. Ihr zögert oder ihr seid unsicher. Die Königin der Schwerter sagt mir aber, aus dieser Unsicherheit und aus diesen Zweifeln und aus was auch immer, müsst ihr euch befreien. Die Königin der Schwerter, die schneidet sich hier immer aus irgendeiner Fessel raus. Und da es die Königin der Schwerter ist, glaube ich, geht es bei euch darum, sich auszudrücken, ne? Seine Ziele klar zu formulieren, sich durch sein eigenes Dickicht durchzuarbeiten. Ich will hier doch noch eine Zusatzbotschaft hier haben. Wie kommt ihr dahin, ne? Eine klare Entscheidung zu treffen, dahin zu gehen, dem entgegenzulaufen mit den acht Stäben?
etwas dafür zu tun, dass sich hier was in Bewegung setzt. Während, ja, das Universum sagt ja, hier ist gerade eine Kerze ausgegangen. Das Universum sagt ja, etwas dafür zu tun, dass es sich so anfühlt. Nach Sonne, nach Glücklichsein, nach endlich kommt wieder Wärme in mein Leben. Vor allem hier mit diesem Power Couple da oben, ne? Das Münz-Power Couple. Da strahlt Wärme aus, das kümmert sich, das ist ein ruhiges Gefühl. Okay, eine Zusatzbotschaft hier für meine Krebse noch. König der Kelche. Wow, meine Lieben. Und jetzt wieder die zwei Kelche an der Unterseite des Decks. Also ihr kennt diesen Menschen schon, ne? Dieser Mensch, den hat das Universum auf euren Weg geführt. Und zwar aus gutem Grund. Was ihr tun müsst, meine lieben Krebse, und ich nehme es auch als eure Energie wahr, ist ins Handeln kommen, ne? In die männliche Energie und über eure Gefühle reden, eure Gefühle zulassen, eure Gefühle zeigen, neue Voraussetzungen schaffen, etwas eurem Neuanfang, ne? Davon spricht der Magier, entgegenzugehen oder entgegenzuarbeiten zumindest. Denn alles, was hier liegt, sagt mir, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Irgendwie müsst ihr eure eigene Abwehrhaltung überwinden oder eure eigene Resistance oder eure eigenen Zweifel, ich weiß es nicht, ne? Euer Gefühlschaos, euch durch euer Gefühlschaos durcharbeiten und wirklich ins Handeln kommen, ne? Emotional, emotional ins Handeln kommen. Die Dinge in euer Leben ziehen, euch dafür zu entscheiden, für einen glücklichen Weg, eine glückliche Beziehung, die zwei Kelche, dem irgendwie entgegenzuarbeiten, so habe ich das Gefühl, oder euer Gegenüber, wobei ich es wirklich deutlich, deutlich mehr als eure Energie wahrnehme, aber in so allgemeinen Readings können die Rollen natürlich immer vertauscht sein. Nichtsdestotrotz, meine lieben Krebse, hier liegt wundervolle Liebesenergie auf dem Tisch, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass aus dem Gröbsten seid ihr raus, irgendwie. Ne, ihr habt hier schon an euch gearbeitet und ihr wisst, was ihr geben könnt oder was ihr geben wollt oder was ihr bereit seid zu investieren. Hier, Beginner's Mind. Ne, a Beginner's Mind. Es geht jetzt wirklich darum, dieser Bestimmung, dieser Partnerschaft entgegenzugehen, denn sie wartet irgendwie nur, ne? Stillstand, sie wartet irgendwie nur auf euch. Vielleicht ist es auch eine völlig neue Beziehung, oder vielleicht ist es auch ein Mensch, den ihr noch nicht kennt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müsst ihr irgendwie aus eurer Komfortzone raus, ne? Diese Abwehrhaltung fallen lassen. Ich glaube, dass eure Gedanken, eure Gefühle vernebeln, weil ich glaube, dass der König der Kelche schon genau weiß, wo er hin will. Wow, meine lieben Krebse, was für ein krasses Reading. Okay, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf das alles hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich werde hier eine kleine Gegenüberstellung machen. Ich frage nach diesem König der Stäbe, als auch nach eurer Energie und dann schauen wir mal, wie sich das so zusammen verhält. Gut, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao!